Gegeben ist die Parabel P mit y ist gleich x2 plus 2 und der Büschelpunkt P3,11 eines geraden Büschels g in Abhängigkeit von m. Ermittle rechnerisch die Gleichung der Tangenten. So, als Überlegung vorneweg eine kleine Skizze. Wir haben die Parabel P mit x2 plus 2, die sieht also ungefähr so aus. Zusätzlich haben wir den Büschelpunkt 3,11, den setze ich jetzt mal wegen hier hin, und das geraden Büschel g in Abhängigkeit von m. So, dieser Büschelpunkt, der heißt deswegen Büschelpunkt, weil er ein Punkt dieses geraden Büschels ist. Das heißt, alle Geraden hier drin in diesem GM gehen durch den Punkt P hindurch. Ja, also zum Beispiel könnte diese Gerade so aussehen oder sie könnte so aussehen oder gibt es eben unendlich viele. Wie gesagt, das Gemeinsame ist, sie gehen alle durch den Punkt P hindurch. So, und jetzt suchen wir die Geraden, die gleichzeitig Tangente an der Parabel P sind. Das wäre zum Beispiel, ja, jetzt ein bisschen unsauber gezeichnet, so, das wäre zum Beispiel eine Tangente mit einem Berührpunkt. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie löst man sowas? Wir haben hier eine Beziehung zwischen Parabel und Geraden. Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wie diese Parabel und Geraden verlaufen können. Nehmen Sie haben zwei Schnittpunkte, dann ist es eine Sekante. Sie haben einen Berührpunkt, dann ist es eine Tangente. Oder Sie gehen komplett dran vorbei, dann ist es eine Passante. So, wie würde man sowas ausrechnen, wenn es bekannt wäre? Man würde Parabel und Gerade gleichsetzen, Diskriminante berechnen und wenn die Diskriminante negativ ist, ist es eine Passante, also gibt es keinen Schnittpunkt. Wenn sie gleich 0 ist, ist es eine Tangente mit einem Berührpunkt. Und wenn sie größer ist als 0, haben wir eine Sekante mit zwei Schnittpunkten. Und genau das brauchen wir hier. Ja, wir suchen ja die Tangente, das heißt, die Diskriminante muss 0 sein. So, jetzt gibt es noch eine weitere Gemeinheit, nämlich dieser Punkt P kann auch verschieden liegen. Das ist jetzt nur eine Skizze und keine allgemeingetreue Nachbildung, sondern es kann ja auch sein, dass dieser Punkt P direkt auf der Parabel drauf liegt. So, was würden wir dann über die Tangente aussagen können? Dass sie nämlich so liegt. Es gibt genau eine Tangente. Hier im blauen Fall könnte es immer sein, dass, dass es noch eine zweite Tangente gibt, nämlich so eine, die nach oben geht. Also, wenn der Punkt P direkt auf der Parabel liegt, gibt es nur eine Tangente. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wenn dieser Punkt P sozusagen in der Parabel liegt, ja, also hier von der Parabel eingeschlossen ist, dann kann man sich vielleicht schon überlegen, egal wie ich die Geraden einzeichne, es wird immer zwei Schnittpunkte geben. Einzige Ausnahme parallel zur y-Achse, aber dann ist es dieses m hier, ja, die Steigung der Gerade unendlich groß. Und das würde dann keinen Sinn mehr machen. Außerdem schneidet sie sich richtig und berührt die Parabel nicht nur. Also, wir müssen jetzt herausfinden, im Prinzip, wie viele Tangenten gibt es und wenn es welche gibt, welche Gleichung haben sie. Also, wie gesagt, wir müssen die Schnittpunkte der Parabel mit der Geraden berechnen. Wir haben aber noch keine Geradengleichung. Also müssen wir sie aufstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Geradengleichung aufzustellen. Die erste wäre mit mx plus t. Das ist so die allgemeine Form, die man eigentlich fast immer benutzt. Das Blöde ist nur, wir kennen weder das m noch das t, also hier bringt sie uns eigentlich gar nichts. Es gibt noch eine zweite, nämlich die Punktsteigungsform. Die sieht wie folgt aus, m mal x minus xp plus yp. Und dieses xp und yp ist nichts anderes als die Koordinate eines Punktes, der auf dieser Geraden liegt. So, wir wissen, das Geradenbüschel ist in Abhängigkeit von m, das heißt, diesen Parameter m, die Steigung vorne dran, werden wir nicht wegbekommen. Aber wir kennen die Koordinaten des Büschelpunktes und den setzen wir jetzt hier einfach ein. Also im Betrieb hier 3 eingesetzt und hier 11 eingesetzt. Ja, hier oben steht ja der Büschelpunkt. So, jetzt an dieser Stelle gleich die Empfehlung, Klammern ausrechnen, so weit vereinfachen wie möglich, das macht es dann nachher einfacher. M mal x sind mx, m mal minus 3 sind 3m und hinten dran noch die plus 11. So, jetzt haben wir eine schöne Geradengleichung und wir können sogar sagen, das hier ist nichts anderes als m mal x plus t. Ja, also, aber braucht man dem fahre jetzt nicht weiter. So, Schnittpunkte berechnen. Das heißt, Parabelgleichung gleich Geradengleichung setzen, also x, minus, x plus 2, das ist die Parabelgleichung, ist gleich mx minus 3m plus 11.
So, und jetzt haben wir eine quadratische Gleichung, die Lösung nach bekannten Prinzipien, das heißt, so umformen, dass auf einer Seite gleich 0 steht. Das mache ich jetzt wie folgt, indem ich minus mx plus 3m minus 11 rechne. Und dann heißt die nächste Zeile x Quadrat, und jetzt sortiere ich gleich ein bisschen, minus mx plus 3m, und 2 minus 11 sind minus 9 ist gleich 0. So, das Schöne daran ist, ich habe jetzt gleich die Formel ax² plus bx plus c ist gleich 0 und kann die Diskriminante bestimmen, nämlich b² minus 4 mal a mal c. Wenn man nicht mehr weiß, woher das a, c, a, b und c kommt, das a ist immer der Faktor vom x², das b ist immer der Faktor vom x und das c ist alles ohne x mit drin. Also setzen wir ein, d ist gleich b², das war hier minus m in Klammern zum Quadrat und jetzt minus 4 mal a. A ist 1, da vorm x Quadrat nichts steht, ist der Faktor automatisch 1. Und jetzt c ist 3m minus 9. So, vereinfachen. Minus m in Klammern zum Quadrat ist m Quadrat und minus 4 mal 1 mal 3m sind minus 12m. Und minus 4 mal 1 mal minus 9 sind plus 36. Okay, weiter vereinfachen können wir es nicht. Aber jetzt kommt der Schritt, den wir oben schon angesprochen haben, nämlich wir müssen ja die Tangente bestimmen. Und bei der Tangente heißt es, Diskriminante muss gleich 0 sein. Also gehen wir jetzt einfach her und setzen Diskriminante gleich 0. So, die Frage ist jetzt, wann wird die Diskriminante 0? Das ergibt jetzt im Prinzip hier so eine neue Gleichung, nämlich m² minus 12m plus 36 muss 0 sein. So, jetzt wird es ein bisschen fast schon langweilig, nämlich jetzt müssen wir diese Gleichung hier lösen. Wir haben eine quadratische Gleichung und anstatt dem x haben wir jetzt halt einfach das m drin, also m² minus 12m plus 36, egal ob es x² minus 12x plus 36 heißt oder mit m² minus 12m plus 36, ist vollkommen egal. Wir haben auf der rechten Seite schon ist gleich 0 stehen, also können wir ganz normal die Lösungsformel für quadratische Lösungen ansetzen. Wir fangen an mit der Diskriminante. Ich schreibe jetzt mal ein kleines m mit darunter, damit man weiß, diese Diskriminante ist abhängig von m. Achtung, wir brauchen auch ein neues a, b und c, das wir hier auslesen. Also, wir fangen an. B² sind minus 12 Quadrat, minus 4 mal a ist 1 und mal c ist 36. So, diesmal haben wir keinen Parameter mehr drin. Wir können alles sofort in den Taschenrechner eingeben. Minus 12 zum Quadrat sind 144 und 36 mal 4 sind ebenfalls 144, ist gleich 0. Okay, die Diskriminante wird in dem Fall tatsächlich 0. Das heißt, hier gibt es genau eine Lösung. So, setzen wir es in die Lösungsformel ein. Minus b, also minus minus 12, plus minus die Wurzel aus der Diskriminante, also Wurzel aus 0 geteilt durch 2 mal a. So, Wurzel aus 0 ist 0, das heißt, dieser Teil hier fällt eigentlich komplett weg, deswegen gibt es hier nur noch eine Lösung, weil dieses Plus minus nicht mehr da ist. Und alles, was wir noch berechnen müssen, ist minus minus 12 geteilt durch 2. Minus minus 12 ist plus 12 und geteilt durch 2 ist 6. So, das heißt, wir haben eine Tangente. Und diese Tangente hat die Steigung 6. Wir gehen jetzt am Schluss nochmal her und setzen diese Steigung oben nochmal in die Geradengleichung ein. Ja, also wir fahren nochmal hoch. Hier in diese Geradengleichung Punkt Steigungsform nochmal eingesetzt. Oder auch, wir können auch die vereinfachte Form nehmen, hier mit mx minus 3m plus 11. Also ist gleich mx minus 3 mal m plus 11, so hieß ich glaube, mx minus 3m plus 11, jawohl, oder sonst halt nochmal Punkt Steigungsform nehmen und Büschelpunkt und Steigung nochmal einsetzen und das vereinfachen, 6x minus 3 mal 6 sind 18 plus 11, also minus 7. So, und das ist meine Geradengleichung, für die diese Gerade
gleichzeitig Tangente ist. Es gibt nur eine Tangente, also haben wir tatsächlich hier den roten Fall. Das heißt, dieser Punkt P muss auf der Parabel liegen. Das hätte man natürlich auch vorher schon überprüfen können. Wenn wir für das x gleich 3 einsetzen, dann haben wir x Quadrat sind 9, 9 plus 2 sind 11. Also hier sehen wir es eigentlich sofort, dass es nur eine Tangente geben kann. Aber trotzdem Gleichung berechnen oder Übersteigung berechnen, wären wir um das hier sowieso nicht drum herum gekommen.